Ja, hallo Leute, hier wieder Eldoso mit Let's Play Skyrim und wir sind da endlich am Ausgang vom Flusswald und schauen jetzt zu, dass wir mit Jarl in Weißlauf sprechen. Natürlich vorerst gleich einmal nachgeschaut, ob das die richtige Richtung ist. Wir laufen da mal zu und noch können wir dann auch aufleveln. Wir schauen mal Hellsehen in die linke Hand und schon einmal nachgeschaut. Wir müssen da nach rechts und da ist auch schon wieder ein Elch. Aber wir werden da kurz einmal, ja, unser Elf ist auch natürlich dabei. Aufsteigen, neue Stufe. Und ja, was nehmen wir? Zerstörung, Magika, werden wir weiter leveln. Und, oh oh, da gibt es ja gar nichts mehr. Talente verbessern, wirke Beschwörungszauber, pipapo. Heilung, Wiederherstellung. Da gibt es zurzeit auch nichts, ja, buh. Okay, dann lassen wir das Talente verbessern mal weg. Und was wir noch können, ist die Schießkunst verbessern bei Verehntal. Und könnt ihr die. Ich ja, zeige euch, was ich weiß. Da können wir auch noch ein wenig trainieren und nehmen wir 25, 26, 27, 28, 29 und Schießkunst verbessert auf 27, steige eine Stufe auf, um das Training fortzusetzen. Okay, da geht dann nichts mehr. Gut so, wir werden jetzt kurz einmal tauschen. Was soll ich nehmen? Ja, du wirst da nichts nehmen. Ich werde dir einfach ein wenig da was abnehmen. Feendal, wo ist denn das? Nämlich gleich die ganze Marie, ja. Und das war's dann auch schon, geht ja? Ihr voran. Schauen wir mal, ob wir da jetzt richtig ausgerüstet sind. Oh oh, was ist denn da jetzt? Verflixt und zugenäht. Da haut was nicht hin. So. Ja, okay. Gut so. Wir laufen da mal zu und schauen, dass wir endlich nach Weißlauf kommen. Der Elch ist mittlerweile weg. Ah, nee. Und? Ja. Viel zu langsam. Ja, und was machst du denn jetzt? Bleibst du da drüben stehen? Irgendwie? Der versteckt sich. Nee. Okay. Oh oh. Aber jetzt. Jagdbogen ausgerüstet. Und schauen, was da so passiert. Was macht denn der da? Probieren wir es gleich einmal. Mit einem Schuss, Leute! Ja, dann holen wir uns gleich einmal die Beute, ja? Und da haben wir dann auch schon wieder mal Fell, ja? Ein Wolf war das, ja, und hoffentlich stecken wir uns da nicht wieder an. Ja. Pelze sind gut, brauchen wir auch immer. Und der arme Hirsch, ja, Hirschfell und, ja, perfekt, Leute. Ja, das mit dem Schießen, das kriegen wir auch noch auf die Reihe. Denke ich mal. Schwimmen wir rüber. Das geht dann schon. So, mit dem Bogen möchte ich nicht da durch die Gegend laufen. Ich muss immer gleich schauen, ob ich das Richtige ausgerüstet habe, weil das haut auch nicht so ganz hin. Oh. Wölfe, Leute. Wölfe stecken uns schon wieder an mit so einem Scheiß-Virus. Und ihr habt das Geheul ja gehört. Wo ist denn der jetzt? Ja, ja. Ich weiß ja. Das sind ja echt blöde Viecher.
Weil die haben uns das letzte Mal von hinten angegriffen und ich bin mir sicher, die kommen von da oben runter. Oder von da unten rauf. Entdeckt? Ja, sicher. Komm her. Jetzt bin ich neugierig, wenn wir den ausweiden da, ob der uns ansteckt. Und den Stahlpfeil möchte ich auch noch. Den kriegen wir nicht mehr. Okay, mal nachgeschaut. Wir haben ja da aktive Effekte und ja, das Schlossknacken. Ich habe mir einen Zaubertrank gekauft für die Krankheitsheilung, aber das brauchen wir zurzeit nicht, weil auf dem Weg dorthin kriegen wir wahrscheinlich noch allerhand noch Viren und Infektionen und pipapo. Ja. Deswegen sparen wir uns, weil wir haben ja nur einen. Und angeblich können wir uns dort auch bei den Schreinen heilen. Und Leute, das müssen wir uns anschauen. Es ist ja wirklich wunderschön. Okay. Na, komm rauf da. Ja, Weißlauf müsste da unten sein, so viel ich jetzt auf der Karte gesehen habe. Und da hinten können wir ja auch noch auf die Jagd gehen. Den Hirsch nehmen wir mit, ja. Aber der braucht, glaube ich, mehr Pfeile. Mal schauen. Oh, fuck, ja. Ist der jetzt weg? Eisenerzader, haben wir schon die zweite jetzt gefunden? Ein angeschossenes Wild verfolgen. Was? Wen willst du nur in Stücke reißen? Ihr könnt mich nicht schlagen! Verflixt! Ich schieße da mal im Baum rein und nehme den Pfeil wieder mit, ja. Kann ich das gar nicht? Das gibt's doch nicht, oder? Das ist ja früher gegangen, egal. Da oben ist er, der Hirsch. Und? Ja, natürlich die falsche Taste gedrückt, ist ja klar. Na, verflixt. Wo ist denn der jetzt hin? Wir müssen das. Als alter Jäger können wir nicht einfach ein angeschossenes Tier durch die Gegend laufen lassen. Obwohl uns das jetzt mittlerweile ja schon da hinten läuft. Da. Und weg ist er. Aber die Hirschjagd macht ja auch Spaß. Ihr könnt mich da echt beim Ablosen zusehen. Beim Ablosen erleben und... Wir finden den nicht mehr, gell? Und jetzt seht ihr auch Weißlauf da vorne, nehme ich an. Ja? Wo ist denn der blöde Hirsch jetzt hin?
Seht ihr ihn irgendwo? Egal. Das war es jetzt wieder mal nicht. Aber bevor wir hier da weitermachen, denke ich mir, und du, haha, du Elf, bist ja so ein guter Schütze. Wir haben ja da oben eine Erzader gefunden. Wo waren die? Da irgendwo. Und da werden wir gleich einmal schauen, wie das funktioniert mit dem Erzabbauen, weil ich habe ja unserem Elfen eine Spitzhacke besorgt. Wir müssen da hier irgendeine Dinge tauschen. Was soll ich nehmen? Gib mal her. Waffen nehme ich die Spitzhacke. Und das nehme ich doch gleich. Und dann gehen wir da mal abbauen. Schauen, wie das tut, ja? Oho. Eisenerz hinzugefügt. Und wie lang machst du denn das jetzt? Eisenerzader ist erschöpft. Eisenerz hinzugefügt. Wir schauen gleich einmal nach, wie viel da jetzt an Eisenerz drinnen ist. Und das sonstiges nehme ich an, ja? Eisenbahn 2, Eisenerz 3 Stück waren das nur. Mhm. Das ist ja, das müssen wir wahrscheinlich erst dann schmieden. Okay. Gut so, du kriegst jetzt das Ding wieder retour. Ich bin direkt hinter euch. Ja. Was soll ich nehmen? Und wir sehen uns beim nächsten Mal da unten, ja? Okay, wir machen hier einen kurzen Schnitt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Toso. Bis gleich. Ciao.